Ich bin dein Vater. I love you, ooh. I love you, yes I do. So. Weil ihr seht ja selber, ich habe hier kaum Platz. 25 brauche ich. Wie viel habe ich jetzt von denen? 21. Ja, vielleicht ist er da hinten was in der Ecke wieder gespawnt. Nö. Ist nicht gespawnt. Gut, Goofy, lass uns mal was verkaufen. Na, wie geht's? Ja, verkaufen? Ja, mir geht's immer gut, aber... Ich möchte gerne Zeug loswerden. Was auch immer das ist, ich werde die mal kurz behalten. So. Ja. Toll. Ja, komm, lass mich raus. So. Yeah. Jetzt haben wir zwar keine Kohle mehr, aber wir haben jetzt anderes Zeug. Wir können jetzt definitiv mehr mitnehmen. Eine Reihe mehr macht doch schon ganz schön, macht schon bedeutend viel aus. So. Ist bei mir hinten auch wieder was gelandet? Ich glaube jetzt eher weniger. Hier unten auch. Es sieht ziemlich ordentlich aus. Muss ich wieder bis zum Neustart warten. Noch zwei Stück. Das wird ja wohl nicht so schwer sein, jetzt zwei solche Dinger zu finden. Oder wie seht ihr das? Zwei solche Teile zu finden wird ja auch echt wohl nicht so schwer sein. Ach, da ist es ja. Weil dann muss ich nicht immer gleich sofort verkaufen, dann kann ich immer was in die Truhe packen und dann im gesammelten Paket mitnehmen. So, jetzt bauen wir uns die Truhe. Die stelle ich hin. Und dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz. So, Truhe. Funktionelle Sachen nehme ich gerne mit. Super, perfekt. Muss ich aber jetzt wissen, wie nach Hause. Lass uns mal nach Hause. Das ist wirklich eine wunderschöne Gegend hier. Die macht hier Licht an, Licht aus. Okay. Krass. Und na, nimm. Ich habe nicht umsonst das große Feld angelegt. Damit ich nachträglich meine Ruhe habe. Und dann haben wir auch da jetzt unsere Ruhe. Und jetzt kann ich mal gucken, wie sieht es jetzt hier drin aus. Gut.
Inventar. Möbel. Alles. Und wir haben eine Truhe. Kann ich da auch zugreifen? Lager öffnen. Ja, das ist schön. Das ist super. So viel zu essen brauchen wir nämlich gar nicht. Deswegen packe ich das gleich so rein, weil das muss erstmal so weit reichen. Die Steinchen will ich nochmal in diesen einen Teil ausprobieren. Der funktioniert ja sowieso nicht. Genau. Blumen kann ich ja auch hier reinlegen. Und die Erde. Alles, was so verkauft werden kann. Dann habe ich jetzt mehr Platz zum, Hammer, zum Sammeln. Und mal gucken, was ich eben jetzt so verkaufen kann. So. In der Zwischenzeit mache ich mal ein bisschen sauber. Diese Dornen weg und so weiter. Ja. Und dann gucke ich mal, passt hier etwas rein von dem, was ich schon habe? Oder passt der nicht rein? So. Haben wir hier. So. Bleibst du mal? Von dem passt ja nicht rein, von denen. Ist ja merkwürdig. Das ist schon merkwürdig, dass er nicht passt. Ah, hier, ich kann ja nicht pflanzen, wenn ich nicht habe. Aber wir werden uns mal, wir machen jetzt mal wieder sauber hier. Erstmal hier schön abbauen hier. So. Ein Buch war auch mit dabei. Einmal hier. Wenn wir es schon einmal ordentlich machen. So, einmal hier. Dann ist auch da alles weg. Na, ich kann jeden Cent gebrauchen. Du hast ja auch noch was zu futtern. Nehmen wir natürlich alles mit. Was hast du hier? Ein Rodenstein. Ich weiß nicht, ob ich die nochmal irgendwo gebrauchen kann. Aber ich weiß eins. Es wird nicht mehr so aussehen, wie es vorher aussah, wenn ich hier fertig bin. Es gibt also ein paar Sachen, die habe ich ja dann doch vergessen. Super. So, dann nehmen wir die auch noch mit. Die hoch und die hoch. Wir haben jetzt erstmal wieder ein bisschen mehr Platz. Und muss ich nicht mal sofort wieder sofort verkaufen. Das ist dann immer, die Rennerei ist doof. Dann sammle ich einmal richtig und dann gehe ich nur einmal los. Und dann passt das auch schon. So, das kann ja auch weg. So, und hier und hier und hier. So, einmal da. Und dann ist hier noch was Schönes, halt ganz vergessen. Nur ganz übersehen, um ehrlich zu sein. Gut, und diese Steine können ja auch weg, die stehen da voll im Weg. Eieiei. So, dann ist er nicht mehr.
Dann war hier eigentlich nur noch.